Wir sind an der Sekundarschule Hilden. Ich bin die Schulleiterin Frau Kleinmach und das ist mein Stellvertreter, Herr Emde. Uns gibt es seit 2013. Eine neue Schulform, Sekundarschule. Was heißt das, fragen sich viele. Sekundarschule ist eine kleine Gesamtschule. Das heißt, wir nehmen jeden auf und wir nehmen jeden mit. Deswegen ist auch unser Motto, dein Weg mit uns. Also was ich besonders interessant finde, ist, dass wir also mit den Kindern wirklich arbeiten. Dass wir ganz nah an den Kindern dran sind. Das finde ich ganz wichtig und das klappt verdammt gut hier. Ja, was ich ganz toll finde, ist, dass jede Klasse immer von einem Klassenlehrer-Team betreut wird. Das heißt, wir sind immer zwei Ansprechpartner für die Kinder, sodass die eben auch im Nachmittagsbereich immer jemanden haben, an den die sich wenden können, wenn die Probleme oder Fragen haben. Die Lernzeit ist ein super Angebot von unserer Schule, in der die Kinder halt ihre Lernaufgaben machen können. Das ist halt eine Zeit, die fest im Lehrplan eingebunden ist. Und dann helfen wir Lehrer eben, Fachlehrer, den Kindern bei den Hausaufgaben, bei den Lernaufgaben. Also für mich war vor allen Dingen wichtig, ich bin berufstätig, vollberufstätig und für mich war wichtig, dass mein Kind betreut ist, auch über den Nachmittag. Und der große Vorteil, den ich hier sehe, ist, er ist nicht einfach irgendwie betreut, sondern er hat die Lernzeit, er kann hier seine Hausaufgaben fertig machen. Also wenn Kinder beispielsweise einen langen Tag hatten, können die sich hier hinsetzen oder sie können da hinten Kicker spielen, Airhockey spielen, Billard spielen. Macht super Spaß. So, und dieser Weg soll begleitet werden und er endet nicht nach Klasse 10. Denn nach 10 haben die Kinder bei uns die Möglichkeit, entweder zum Helmholtz-Gymnasium zu gehen, das liegt direkt nebenan, oder zum Berufskolleg. Da kann man auch das Abitur machen, kann aber auch ein- oder zweijährige Bildungsgänge besuchen.